Hallo, wir sind hier beim Sound of Munich Now und ich bin hier mit Pink Stan und Cloudboy Juli. Hallo, freut mich, dass ihr da seid. Hallo. 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 Ihr wisst ja aktuell Corona-Krise mit allem drum und dran. Allerdings habt ihr quasi die inoffizielle Hymne des Lockdowns geschrieben mit Quarantainment. Ja. Erzählt doch mal, wie ist es entstanden und wie ist es euch die letzten Monate ergangen? Willst du Multi? Gerne, Logo. Ja, Klar doch. nur kurz, passt leider nicht in die Flasche. Sagen wir mal halbe Dosierung. Für den Anfang ist besser, wenn man nur mit der halben Dosierung anfängt. Verstehe, ist Wenn man wichtig. Hinhört, hört man es vielleicht. Ja, um da auf deine Frage zurückzukommen, der Multikonsum ist gestiegen in der Corona-Zeit. Verständlich. Wie man vielleicht vorhin gesehen hat, haben wir Rossmann fast im Alleingang finanziert, weil wir sehr viel Zeit hatten, Multivitamin zu trinken. Und da sind dann auch Songs entstanden, logischerweise. Weil wir machen ja auch Sachen, die uns beschäftigen. Und genau, das hört man und sieht man. Und sonst wäre es ja auch irgendwie nicht cool. Wäre es nicht echt. Nee, genau das wollte ich sagen. Also Professionalität ist mein zweiter Name. Ja, es ist groß geschrieben bei euch. Ja. Hat man auch bei eurem Klein, Auftritt klein, gesehen. klein geschrieben. Ja, danke schön. Gerne, war super. Danke. Danke. Und wie ist es bei euch? Ihr wohnt ja zusammen. Habt ihr da in der Zeit neue Songs geschrieben? Können wir uns da auf was freuen? Nein. Also doch. Keine neuen Songs, aber wir können uns nicht drauf freuen. Genau. Okay, Also wir verstehe. waren viel unterwegs zu Hause. Grundsätzlich, wir haben eine Treppe zu Hause, Treppenhaus, Ja, Sport ist auch Flur. wichtig. Also von Bett dann auch mal zum Kühlschrank und in den Wintergarten. Multi ist fertig übrigens, gell, wenn du willst. Später Ich glaube, dann. ja, ich Ja. nehme so. Das geht gerade nicht. Stimme ölen. Also wir haben viel Zeit verbracht. Auch mal mit Mit euch? Ja, Nein. das eh. Ja. Auch ohne Lockdown bringen wir sehr viel Zeit mit uns. Ist auch wichtig, also so zwecks Gesundheit. Ja, und wir haben das Glück, dass durch den Lockdown der Skatepark nebenan leer war. Und deswegen haben wir sehr viele Powerslides gemacht. Also so auch mal eindroppen, aber mit dem Waveboard, weil. Verstehe. Genau. Und so musikalisch ist nichts bei rumgekommen, oder? Ja, das hört man ja in den Songs, also wie wir Waveboard fahren. Ah, ach, verstehe. Genau. So Samples und so weiter. Ja, vielleicht. Hast du ja vorhin gehört. Genau. Ja, genau. Musikalisch, ja. Ja. Verstehe. Und was würdet ihr euch wünschen, was vielleicht hier die nächsten Monate passieren könnte in München, dass auch ein bisschen, dass die lieben Leute draußen auch mal eure neuen Samples zu hören kriegen? Ja, dazu müsste der Skatepark in Waldperlach halt ein bisschen ausgebaut werden. Verstehe, Ja. okay. Da Also machen wir da jetzt auch wäre eine Support Petition. schön. Also eine Okay. Petition wäre da auch ganz schön, wenn Alles klar. verbreitet wird. Skatepark Waldperlach, der ist toll, der ist gut. Und wichtig ist auch, dass wir weiterhin unsere Multis bekommen. Okay, Bitte. also Skatepark und Multivitamin-Nachschub, dann wärt ihr ganz zufrieden. Genau. Okay, und so ohne jetzt die äußere Hilfe, was ist bei euch die nächsten Wochen und Monate so geplant? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Klar. Was machst du denn so die nächsten Tage? Ist das eine Anmache? Ja. Und sonst Nicht irgendwie viel, was? also Gar nichts. so eigentlich arbeiten. Okay. Und was für die Musikhörer? Was Spannendes? Gibt es ein Nein. neues Video? Nee. Nee, gar nicht. Nein. Okay. Danke. Danke auch. Danke, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt. Aber wenn ihr trotzdem was sehen wollt, wir haben ja ein wundervolles Video aufgenommen vom Auftritt beim Sound of Munich Now. Ich danke euch für die Zeit und danke für den Auftritt. Und ihr Lieben daheim, schaut rein und schaltet zu. Danke. Danke. Danke.